Ja, der Spachtel schafft minimalistische Flächenkompositionen und ein flüssiger Pinsel verstreicht ganz leicht die schwarze Acrylfarbe, um einen Übergang zum Weiß zu erhalten. Das Thema setzen wir fort. Wir beschichten einen Spachtel und setzen die Fläche und achten ein bisschen darauf, wie wir auslaufen, wie viel Druck wir geben, ob wir den Spachtel spitz oder flach ansetzen, sodass es ein wenig mehr Differenzierung gibt. Das flüssige Medium verbindet wieder mit dem Weiß. Eine Linie bringt ein bisschen Bewegung in die kontrastarme Fläche. So schreiten wir weiter fort. Und das Thema bezieht sich im Grunde genommen darauf, mit zwei oder drei Elementen relativ minimalistisch zu einer Komposition zu gelangen. Dichte schwarze Flächen, offene, leichte lineare Strukturen, bewegte Spachtelflächen, die leicht ins Gestische führen und immer wieder mit etwas Flüssigkeit, mit einem breiteren Pinsel überzogen werden. Hier in dem Fall mit einem Ockerton. Ja, wenn der Pinsel, Entschuldigung, wenn der Spachtel auf die Papierfläche kommt, die ja leicht in dem Fall strukturiert ist, ein bisschen genießen, wie die Spachtelfläche ausläuft und wie jetzt ein Pinselstrich eine Brücke baut zwischen der dichten, trockenen Spachtelfläche zum Papier. Die Arbeiten werden später auch noch mal am Ende des Videos gezeigt in Bezug auf die Texturen und die Komposition. Ja, auch den Spachtel, wie jetzt in diesem Fall, mal querformatig ziehen und mal darauf achten, dass die Fläche eine gewisse Unregelmäßigkeit in ihren Außengrenzen erhält. Ja, im Gegensatz mal ein Preußischblau dazugenommen, um so eine andere Pinselstruktur zu erhalten. Und jetzt noch ein wenig Grafisches mit Kreide. Und schon kann die kleine Komposition auch stehen bleiben. Ja, manchmal gibt es Situationen, wo man merkt, ah, man kann die Spachtelfläche nicht stehen lassen. Dann vergrößert man sie und macht mal eine etwas monumentale Fläche für das Format und gibt ihr durch einen leichten Übergang eine Verbindung zum Weiß. Das braucht nicht viel zu sein, ein bisschen Linie dazu und schon kann man mit einer monumentalen Fläche auch durchaus eine Komposition schaffen. Ja, bereits angefangene Arbeiten können auch wieder schwarz überlagert werden. Das kann manchmal sehr interessant sein, dass das Schwarz sich nochmal auf eine farbige Struktur, auf eine Hell-Dunkel-Struktur setzt. Und jetzt hilft einfach der blaue Pinselstrich, um zu einem Gegensatz, zu einem gewissen Spannungsverhältnis zwischen Leichte und Dichte zu gelangen. Das ist für euch wichtig, wenn ihr mal Blätter habt, die nicht sind, einfach nochmal mit Schwarz überlagern, einfach nochmal ein Schwarz setzen und wieder mit einem wenig Farbe, mit ein wenig Ocker das Schwarz in Beziehung zu seiner Umgebung bringen, so wie das jetzt hier geschehen wird. Überhaupt angefangene Blätter weiterarbeiten oder hier eine Schwarzkomposition mit Blau zu verbinden. In dem Fall ein reines Preußischblau. Das ist streitbar, weil das reine Preußisch ja doch ein wenig, ja, wie soll man das sagen, ein wenig
kitschig wirkt, ein wenig zu rein wirkt, nicht? Dann ist es immer spannend. Man hat eine leichte Unterlegung, wie jetzt in dem Fall, wo das Ocker unter dem Blau steht oder das Schwarz. Und dadurch entsteht eben durch die Untermalung ein schöner Glanz im Blau. Ja. Auch mal wagen, ein bisschen das Schwarz mal zu vergrößern. Mit dem Pinsel das Schwarz rauswischen aus der Fläche. Und jetzt bei dieser kommenden Arbeit auch durchaus mal wagen, das Schwarz so anzuwenden, dass es mal großflächig kommt und nur kleine Teile im Bild stehen bleiben. Hier in dem Fall werdet ihr gleich sehen, dass die Arbeit ein bisschen länger dauert. Braun über Blau gelagert. Ursprünglich Blau über Schwarz gelagert. Jetzt das gespachtelte Weiß dazu, deckt das Dunkel ab. Und das wird eben ein Blatt wert, wo man auch mal ein bisschen mehr Schritte zu gehen hat, um wieder bei etwas Einfachem letztlich zu landen. Aber schaut selbst. Jetzt ist sozusagen die Notwendigkeit da, Weiß nochmal zu bringen, um den Hell-Dunkel-Kontrast in der grafischen Struktur wieder zu steigern und die Sache einfach stehen zu lassen. Jetzt kommen die Blätter nochmal in ihrem Texturzusammenhang, ja, wie sie aufgebaut sind, wie die Stofflichkeit ist, könnt ihr ganz schön sehen, trocken, flüssig, linear, flächig. Hier die schwarz überlagerte Fläche mit ein bisschen Linie in die Peripherie gearbeitet. Hier das Blatt mit dem leuchtenden Blau in der Umgebung vom Ocker. Die Linie spielt in die Umgebung, in dem Fall eine Kohlelinie. Hier das Blatt mit dem blauen Pinselstrich. Und ihr seht, ich habe immer das Weiß in der Peripherie, das Papierweiß, stehen gelassen, damit die Komposition in einem weißen Raum steht. Hier in dem Fall stößt das Schwarz durchaus mal an den Rand, aber das ist ganz gut möglich. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Arbeit.